Zwei- und Viertakter in der ersten Startreihe bunt gemischt. Hier die 250 Kubikzentimeter Viertakt-Honda von Luca Grünwald. Eckelmeier ebenfalls auf Viertakter unterwegs. Und dazu der WM-erfahrene Peter Sebastian aus Ungarn und Henning Flatthaug mit der 125er Zweitakt-Honda. Im Hintergrund die Startnummer 58, Daniel Kämmerling, der Unfall, der Gaststarter aus Düsseldorf. Schade für ihn, Startplatz 10 hatte mehr erwarten lassen. Luca Grünwald auf und davon. Gut, dass das Team Freudenberg ihn noch einmal aufgenommen hat. Hinter ihm Van Leuven und Klaus Heidel ebenfalls auf einer 250er Moto 3 Honda. Da ist nochmal der Blick auf Daniel Kämmerling. Und dann der nächste Ausfall, Ladislav Chmelik aus der Tschechischen Republik, ebenfalls auf der Fahrt in die Box. Er kam dann später aber zwar nochmal raus, aber das Rennen war für ihn natürlich gelaufen. Bei Start und Ziel. Heidel hinten vorbei an Van Leuven. Damit also zwei Viertakt-Hondas in Führung. Spannung auch hier. Eine gute Idee ja in der IDM, die beiden Klassen zusammenzulegen. So ist das Startfeld voll und man kann sich auch mal ganz genau anschauen, wer hier letztendlich die Oberhand hat. Bei den schwierigen Bedingungen natürlich schwer zu sagen, aber es war eine souveräne Leistung. Van Leuven gegen Max Maurischat. Letztes Jahr ja im Nachwuchscup der Sieger der Hamburger. Und auch das ein spannendes Duell. Luca Grünwald, er unter Druck, ein ganz klein wenig, aber kein Problem letztendlich für ihn. Luca Grünwald mit seiner Erfahrung, er hatte Klaus Heidel absolut im Griff. Das hier, Klaus Heidel, auch ihn muss man beachten. Vom ADAC Sachsen Leistungszentrum. Starke Leistung, Sieg also für Luca Grünwald vor Klaus Heidel. Thomas van Leuven, der Sieger bei den Zweitaktern. Auch das, wie immer, ein spannendes Rennen in der IDM, in der kleinsten Kategorie. Und Luca Grünwald wieder in der Form seines Meisterjahres.